Die Frage lautet hier, was ergibt diese Differenz? Um diese zwei Brüche zu subtrahieren, machen wir sie gleichnamig. Das heißt, der erste Bruch wird im Zähler und im Nenner mit 2 multipliziert. So haben wir den gemeinsamen Nenner 2 hoch 2014. Und die Zähler werden dann einfach subtrahiert. So finden wir also als Antwort 1 geteilt durch 2 hoch 2014 und demzufolge ist Antwort E die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.